Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Foodtruck Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind ready hier, haben ein bisschen getankt, haben ein bisschen weniger Geld, ist aber nicht schlimm. Wir haben eingekauft und wir fahren zu unserer nächsten Location. Das heißt, heute wird es noch wieder heiß und fertig. Ja, mal gucken, was wir machen. Ich glaube, wir fahren zumal zu unserem ersten Punkt hier, den wir schon zu Beginn hatten. Da werden wir dann wieder lecker Burger vorbereiten. Wir sind nach wie vor im Free-Roam-Modus. Das heißt, wir können selber entscheiden. Wenn ich keinen Bock habe auf Sushi, mache ich auch kein Sushi. Ich warte dann noch auf Updates. Ansonsten wieder vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und so weiter. Das war, glaube ich, unsere erste Location, die wir hier hatten. Und ich glaube, die war ganz gut. Ne? Mal sehen, was die Leute da wollten. Ich glaube, die wollten eher Burger. Ne? Gucken wir uns das Ganze mal an. So. Back to the Roots. Da sind wir wieder im Park. Und zum Business District müssen wir, glaube ich, auch nochmal. Weil das war eigentlich auch ganz cool, fand ich zumindest. Ne? Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ja, schauen wir mal. So. Back to the Roots. Neue Bestellung, Serenity Park Bronze-Abzeichen. Das ist die neue Quest. Verdiene 15 Euro während der Sitzung durch Trinkgelder. So, erste Bestellung, Holzfällerburger und Baconburger. Das heißt, wir schmeißen das Ding mal an. Oha. Wir brauchen erstmal knusprige Brötchen. Blub. Wupp. Dann haben wir die Brötchen. Zwei Stück direkt. Eins. Und zwei. Die schnibbeln wir mal direkt. Tipptopp. So, wir brauchen knusprige Brötchen, Medium, Medium und Bacon gut durch. So, wo wollen wir das Fleisch denn jetzt hier hin? Habe ich das im Tiefkühler? Tiefkühler wahrscheinlich, ne? Habe ich kein Burgerfleisch gekauft? Och ne, jetzt mach nicht diesen. Habe ich echt kein Burgerfleisch geholt? Doch, warum ist das da? Egal. Zack. Zack. Bam. Bam. Und Bacon gut durch. Können wir noch nicht draufpacken, weil kein Platz, ne? Sehr schön. Gut. Medium, Medium. Scheibe Schinken. Bacon gut durch. Bacon gut durch. Das Fleisch muss Medium sein. Sehr gut. So, das können wir auch direkt machen hier. Bam, bam. Und dann noch einmal Fleisch roh gebraten. Fleisch war hier jetzt, ne? Nee, wo war das? Hier. Gut, enthält auf jeden Fall. So, sehr gut. Dann muss da noch drauf ein Stück Schinken. Das können wir erstmal wegmachen. Ein belegtes Brot mit Schinken. Gut durch. Ah, Medium, Medium. Verdammt. Ach nein. Gut durch. Warte mal. Da müssen wir doch Medium. Dann ist der aber falsch, ne? Ach. Durcheinander gekommen. Schinken haben wir schon mal drauf. Da muss das gleich noch damit drauf. Das ist Medium. Bam. Schinken haben wir auch schon. Bacon gut durch. Haben wir auch schon. Scheibe Käse. Senf. Mann, Mann, Mann. Und knuspriges Brötchen. Abfahrt. So, erste Bestellung ist schon mal knifflig hier. Und dann würde ich sagen, Speck muss gut durch, ne? Das ist nicht roh, ne? Verdammt. Das ist nicht roh. Der will gleich fritten. Sprit ist alle. Och, nö. Komm, ich schmeiß weg hier. Oh, wer braucht Propangas, Leute? Das ist nicht so gut. Komm, ich schmeiß an hier. Bacon gut durch. Klappt ja wieder super hier, ne?
Bacon. Zack, zack. Oh, das wird kein Trinkbild geben. Schade. Ah, doch, war gut. Okay. So, wir brauchen... Ja. See you later. Tschüss. Just as I wanted. So, meine Damen und Herren, wir brauchen lecker Fritten, ne? Erstmal heißes Frittenfett. Dann brauchen wir lecker Burger. So, wir brauchen nämlich Zwiebel, knuspriges Brötchen und lecker Fleisch, ne? Lass mal gucken hier. Fleisch, Dufter, Brötchen, roh gebraten. Okay, da müssen wir ein bisschen schneller sein. So. Senfsoße. Frittenvilla, knusprige Pommes. Okay, gut. Kriegen wir relativ fix hin. So, knusprig. Und dann roh gebraten. Was, Medium? Das ist schon ein Medium gebraten. Ach komm, das passt. Zwiebel. Oh, wir haben noch eine Zwiebel. Die müssen wir gleich schneiden. So, knusprige Pommes. Das können wir schon mal hier rein. Bestellung Nummer 2. Und dann müssen wir nochmal eine Zwiebel schneiden. Wo habe ich denn die Zwiebelchen? Die Zwiebelchen habe ich hier, ne? Sehr gut. So, ich kann das mal ausmachen. Die Zwiebelchen. Zwiebelchen und Senf. Und Abfahrt. So. So, das haben wir schon. Und dreifach Pommes Mayo. Haben wir schon was drin? Dreifach Pommes, ne? Frittierte Pommes und. Sind das alle Pommes? Ich habe die Pommes erst gekauft. Wo sind die denn? Die vielleicht im Kühlschrank? Ich habe da erst Pommes gekauft, Leute. Ach, die sind hier. Null. Und Abfahrt. Schmeiß an das Ding, mach aus das Ding. So, dann müssen wir einmal hier vielleicht schon mal sauber machen, so ein bisschen zwischendurch. $15 durch Trinkgelder. Das ist, also die Herausforderungen sind echt nicht schlecht, ne? Wieso können wir das noch nicht sammeln? Ach, das ist... Ist, glaube ich, egal. Ich glaube, es klappt auch nicht zwischendurch. So. Aber manchmal ist das Spiel echt komisch. So, frittierte Pommes. Einmal, einfach. Frittierte Fritten. Einfach, ne? So, Bestellung Nummer 3. Und dann einmal dreifache Pommes mit Mayo. Mit dreimal Mayo, okay. Frittierte, Devil Pommes, knusprig, mit Mozzarella. Knusprige Pommes. Mit dreifach Mayo. Oha. Sehr gut. So, der Herr. Bitteschön, wohl bekommen's, ne? So, Trinkgelder. Wir können hier die Zwiebelchen mal reinpacken. Good job. Natürlich good job. Mit Mozzarella dreimal. Aber knusprig, ne? Wupp. Zweimal Mozzarella haben wir noch. Das heißt, wir müssten noch mal Mozzarella schneiden. Whew, what a busy day. Sehr gut, das sind frittierte, knusprige Pommes, das aus. So, 1, 2 und 3, das ist Auftrag Nummer 4, ne? Sehr gut,
Oh, abgeschlossen. Silber wäre halt auch noch möglich. Das heißt, wir bräuchten einen Cheeseburger. Medium, Medium, Medium. Ich weiß, die Sachen sind nicht richtig sortiert. Das ist mir durchaus bewusst. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen das hin. So, einmal. Zweimal. Dann brauchen wir Bacon und Fleisch Medium. Fleisch, Fleisch Baby und das hier, ne? So, der Premium Cheeseburger, ne? Mit Scheibe Käse, alles Medium, knuspriges Brötchen, tipptopp. Dann haben wir das gleich schon mal fertig. Ich glaube, das Frittenfett müssen wir nicht jedes Mal wechseln, ne? Macht man das jedes Mal? Ich weiß es gar nicht. So, Medium, Medium. Dann haben wir dann auch. Und da müssen wir gleich mal ein bisschen sortieren hier, ne? Also die Sachen sind richtig falsch. Speck, Medium, Fleisch, Medium, tipptopp. Und eine Scheibe Käse. Kann man. Ja, so. Zack und weg. Sehr gut. Here we go. So, einmal sauber machen. Guck mal, jetzt ist das ein Bug oder was? Oder warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt. What a busy day. Manchmal ist das echt komisch hier. Da musst du hier so rumhampeln. So, Herausforderung. Gut, ist natürlich schwierig abzuschließen. So, der ist sauber. Hier auch nochmal. Sehr gut. So, der Mozzarella. Scheiben könnten wir. Haben wir hier noch Platz? Nee, nee, nee. Jetzt ist es hier drin, ne? Guck mal, hier sind die frittierten Pommes, ey. Die müssten eigentlich hier rein. Müssen mal ein bisschen sortieren. Jetzt passen die wieder nicht. Ach komm, lecco mio funny. So, und weg. Und Abfahrt. So, wir fahren zum nächsten Spot. Ich glaube, wir fahren nochmal zu einem Burger-Spot. Dann haben wir alles. Und ich glaube, sobald wir aus einem einen rausnehmen, kann er das nicht mehr stacken. Warum auch immer. So, bedeutet, wir können hier nochmal hin zu dem Spot. Oder wir fahren da runter. Nee, ich würde sagen, wir fahren mal hier hin. Wieder zurück. Wir werden da auch nochmal ein paar Burger machen. Und wenn wir da nichts mehr haben, dann können wir immer noch dann können wir immer noch die ganzen Sachen wieder einkaufen, ne? So, wobei eigentlich. Ach komm, wir kaufen eben noch fix ein paar Sachen ein. Und sortieren das mal richtig hier, ne? Ich glaube, es ist. Versorgungspunkt ist geschlossen. Okay, da müssen wir aufpassen, dass die Spots immer geöffnet sind, ne? So, da fahren wir nochmal zur Partymeile. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was gewinnen. Mach Platz, ich muss durch. So, hier vorne war das. Hier ist die Ballonparty. Und dann jetzt hier links durch, ne? Ah ja, hier war die Partymeile. Da waren wir zwar vorhin schon, aber ist ja egal. Die partyhungrigen Leute brauchen immer Geld, ne? Beziehungsweise haben immer Hunger. Let's go. So, da machen wir jetzt auch noch. Tipptopp. Und dann schauen wir mal. Mahlzeit, da ist er wieder. So, Party on, Leute. Und ich würde sagen, hasta luego, ne? Nachtclub Silberbesitzer. So, Ihre Bestellung bitte. So, wir können schon mal, glaube ich, Burgerbrötchen wieder schneiden, ne? Machen wir mal direkt zwei Burgerbrötchen fertig hier. So, Regal, Burger. Wer hupt denn da eigentlich immer die ganze Zeit? Das ist ja belastend. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Käseburger. Gut durch, Mozzarella, Schinken. Sehr schön. Jetzt einmal, zweimal. Blub. Ein Käseburger. Sehr gut. Dann brauchen wir Fleisch.
Und gut durch einfach, ne? Und dreifach Pommes mit Senf. Gut. Knusprig. Knusprig. Das muss gut durch, ne? Okay, wir müssen das also auf jeden Fall immer wieder auffüllen. Frisch gut durch. Dreifach Pommes frittiert. Gut. Mozzarella brauchen wir gleich. Gut durchgebraten. Lass mal raus hier. Zack. Mozzarella-Scheibe. So. Zack. Eine Scheibe Käse. Ketchup. Frittierte Pommes und ein knuspriges Brötchen. Tipptopp. So, das war Bestellung Nummer uno. Das war doch die richtige Bestellung. Frittierte Pommes. That's horrible. Was, wieso horrible? Das war super lecker. Verstehe die Frage nicht. So, mach gut. Tschüss. So. Keine offenen Bestellungen. So, einmal Senf mit Pommes. Sehr gut. Wo haben wir jetzt hier die Pommes wieder? Die liegen bestimmt wieder hier drin, ne? Also mit dem Sortieren weiß ich nicht. So, frittiert mit den Spaß hier. Machen wir schon mal so ein Burger-Ding hier fertig. Zack, mit Senf. Noch mehr Pommes, Leute. Nochmal dreimal Pommes. Haben wir überhaupt noch dreimal Pommes? Ja, haben wir noch. Einmal. So, die sollen frittiert sein mit Senf, ne? Das heißt, wir können hier nochmal. Einmal Senf und die anderen machen wir gleich, ne? Zack. So, das war Bestellung Nummer 3. Bitteschön. See you later. Jo, tschüss. Bye. So, dann einmal mit Mozzarella und einmal mit Ketchup. Haben wir Mozzarella denn noch geschnitten? Have a nice day. Jo, Ihnen auch. Tschüss. So, frittierte Pommes. Mit Mozzarella und Ketchup. Dankeschön. Das war richtig. So, die müssen auch frittiert sein. Und die müssen mit Mayo. Sehr gut, das muss hier rein. Und tschüss. Sehr gut. Der will klassische Pommes frittiert. Oh Mann. Super. Super. Oh, Pommes gehen aus. Aber der will Pommes. So. Burger. Burger. Ich glaube, es war ein Cheeseburger. Medium und Speck gebraten. So. So, die sind gleich fertig frittiert, einfach. Medium, medium. So, fritten. Einmal normal, bitte. Knuspriges Brötchen. Medium, medium. Eine Scheibe Käse. So. Und weg damit. Sehr schön, bitteschön. Sehr gut. Wie sagt der immer Luciano says? So, mehr Bestellung. Ich glaube, das war's, ne? Wir sind durch. Einmal fix sauber machen hier den ganzen Spaß. Ölfrische ist nicht mehr so, ne? Einmal sauber machen hier.
Öl ablassen. Weg damit. Öl ist leer. So, Leute, Abfahrt. Sehr gut. Ja, da haben wir einiges geschafft. Und da gehen wir jetzt hier noch ein paar Erledigungen machen. Kaufen das mal ein. Und sind jetzt bei 6 Uhr morgens hier. Wir müssen einfach da lang. Da kaufen wir bei Tante Clara noch ein bisschen was ein. Dann können wir in der nächsten Folge auch mal eine Runde pennen gehen. Wir verdienen schon recht viel Geld, aber ich weiß nicht, ob wir auch Sachen wegschmeißen können, weil dieses ganze Sushi-Gelumpe, ne, das macht halt absolut gar keinen Sinn. Ich mag das nicht. Also ich mag es echt nicht. Ja. Das Tolle wäre, wenn man jetzt hier wirklich sehen würde, was man hier auf Lager hat, ne? Also ich kann es nicht sehen. Sagen zweimal Burger. Zweimal rohes Fleisch. Bacon haben wir, glaube ich, noch genug. Einmal Scheibe Käse. Tomate haben wir noch. Einen Propangastank. Zweimal Pommes. Einmal das. Ich würde sagen, das reicht, ne? Bist du sicher, kaufen. So. Automatisch setzen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen besser machen, ne? Also, Gefrierschrank haben wir den Spaß hier. Was ist denn mit dem? Den Kram. Kann man das nicht irgendwie... Ah, das kann man auch entfernen. Das ist ja cool. Gut. Diese ganze Mist hier, ne? Da werden nämlich viel zu wenig davon. Warte mal, das kommt da rein. Das kommt da rein. Hier dieses Onshinko, ne? Weg damit. Davon brauchst du halt nicht so viel, ne? Das hier auch nicht. Das auch nicht. Gut, in der Avocado. Davon haben wir noch 4. Wir haben Ketchup genug. Wir haben dieses Wasabi. Wir haben Pizzateig. So, kann man das nicht anders sortieren? Pizzateig im Kühlschrank. Mozzarella wäre halt auch nicht schlecht, wenn es im Kühlschrank wäre. Gibt es irgendwas, was wir jetzt hier nicht unbedingt... Ich würde sagen, das ins Regal. Das müsste im Kühlschrank... Der Rest müsste eigentlich passen, ne? Warte mal, Gefrierfach. Pommes. Wir haben 8-mal Pommes nur. Das ist nicht viel, ne? Fleisch haben wir auch 8-mal. Das ist auch nicht viel. Das heißt, noch einmal Fleisch kaufen und einmal Pommes, würde ich sagen. Bacon. Oh, Bacon haben wir auch nicht mehr viel. Einmal Fleisch, einmal Pommes, einmal Bacon. Thank you. See you later. Goodbye. So, das kaufen wir auch nochmal. Hello, Clara. Hi, kid. Nice to see you. Nice to see you. So, einmal Fleisch, einmal Bacon, einmal Pommes. Ich glaube, das war's, ne? Sehr gut. Rohes Fleisch ab in den Kühlschrank. Geht nicht mehr. Automatisch setzen. Ja gut, den Bacon müssen wir zeitig aufbrauchen. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal zurück zu unserer Garage. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier weiter reinsuchten. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne rein in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten werden wir unseren Burgerbräterei hier auf jeden Fall irgendwann mal hier zu den Meilensteinen verhelfen. Und ich hoffe, dass wir noch Prestige Level 4 erreichen. Ich weiß, bei dem einen oder anderen Rezept muss man ab und zu genauer hingucken oder das genau lesen. Was ich mir wünsche, ist, dass die Aufträge für... Sag mal! Dass die Aufträge vielleicht auch endlos werden. Ne? Dass man so lange verkaufen kann, wie man möchte. Und dass immer wieder neue Leute kommen. Aber irgendwann sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo es dann auch ja, komplett vorbei ist. Weil die Hotspots dann einfach nicht mehr ja, das Maß aller Dinge sind. Ne? So, ich würde sagen, wir speichern einmal, indem wir mal schlafen gehen. Und dann bedanke ich mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ja, sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.